Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, die Siegestraße ist hinter uns, Lavados ist Gott sei Dank gefangen und wir machen es heute auf mit dem ersten Team, mit dem ersten Trainer der Top 4. Ich bin sofort wieder da, ich muss ganz kurz mein Handy holen. So, das wollte ich kurz holen. Weil ich muss mal ganz kurz noch was machen. Wir gehen sofort rein in die Top 4. So. Weil sofort geht es jetzt los hier. Ich muss noch ganz kurz was noch kurz abklären. Wegen später. Und jetzt, dann geht's gleich los. Wir werden uns wahrscheinlich heute die ersten zwei Trainer der Top 4 holen. Das heißt, das wären dann Lorelei, glaube ich, und Bruno. Aber. So. Gut, weiter geht's. Los geht's. Pokémon Top 4. Leute, wir gehen auf jeden Fall erstmal mit unserem Freund Pikachu rein. Und das ist Lorelei. Wir dürfen tatsächlich sogar mit zwei Pokémon reingehen. Dann ist klar, dass es Pikachu und Bisasam sein werden. Und dann geht's los, liebe Leute. Lorelei. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin... Oh, du bist es. Du hast mich ziemlich lange warten lassen. Ja, viel zu tun noch, ne? Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand ist so gut im Einsatz von Eis-Pokémon wie ich. Attacken, die den Gegner einfrieren können, können eine verheerende Wirkung haben. Ja. Warum? Tja, das liegt wohl auf der Hand. Sobald ich eine Pokémon in Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Ha! Also, bist du bereit? Los geht's. Ja, das ist Lorelei, liebe Leute, die junge Dame, die wir in Folge, ich glaube 17 war es, schon getroffen haben. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Folge 40. Aber sie fängt auf jeden Fall jetzt erstmal an und das wird definitiv eine harte Nuss werden. Mit einem Yugong fängt sie auf jeden Fall ein, ein Wassereis-Pokémon und wir gehen mit Pikachu und Bisasam auf jeden Fall rein. Ja, ich weiß, es ist ein Eis-Pokémon. Das ist mir schon klar. Level 51 auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieses Yugong sollte eigentlich gegen uns nicht viel machen können. Nicht gegen diesem... Ja gut, es fängt mit Eissplitter an, das ist mir schon klar. Deswegen gehe ich auf Donnerblitz und eben jenen. Ich würde wahrscheinlich wetten, dass sie danach mit Rossana kommt. Weil ich weiß, was sie hat. Und jeder Pokémon kennt und die Original-Edition gespielt hat, weiß auch, wie das Team von ihr aussieht. Es gibt keine Veränderung gegenüber dem Original-Team. So, auf jeden Fall das erste Yugong. Das Yugong haben wir schon mal besiegt. Das ist definitiv klar. Und jede Wette, meine Wette ist perfekt. Und wir haben Rossana als Gegner. Und er setzt mal eben kurz den Durchbruch ein. Ich weiß, Durchbruch ist neutral. Und Blizzard! Oh, das tut so höllisch weh. Aber beide Pokémon überleben das. Und der Blättertanz killt Loreleis zweites Pokémon. So. So. Und Level 56 für Bisasam. Yo, Austos, liebe Leute. Das ist einmal... So, dann gehen wir auf Donner. Und bei dir gehe ich mal auf eine Top-Genesung. Meine erste, die ich ziehe.
Da. Einmal kurz die Verwirrung heilen und auch die KP wieder hochziehen. Und Donner trifft nicht. Ja, ich weiß, Bisaflor kriegt alles momentan ab an Eisattacken, das ist mir schon klar. Austausch. Ja, müssen wir es halt trotzdem weiter richten. Da die große Gefahr ist weg. Mit eben jedem Rosana. Das ist das einzige reine Eis-Pokémon, was sie hat. Alles andere hat zwei Typ Wasser. Sie hat also kurz noch danach zwei Wasser, weitere Wasser-Pokémon. Das sollte eigentlich durchaus machbar sein. Oh, klettert es jetzt nicht ein. Und das war mir schon jetzt klar, dass sie das Lapras sieht, weil ich weiß, was er als letztes hat. Gut, dann machen wir es anders. Dann gehen wir auf Schlaf, Bruder. Schlaf ein kleines Lapras. Gute Nacht, mein Freund. Lapras-Geschichte. Lapras haben wir, glaube ich, auch eins irgendwo. Aber noch nicht im Team. So, was will man denn? Donnerblitz noch mal hinterher. Und du gehst dann auf die Matschbombe. Dann dürfte das Thema, ja, Lorelei fast erledigt sein. Ja, ich weiß, es ist ziemlich einfach mit dem Koop-Trainer. So, Obertrommel. Ja gut, Matschbombe ist klar, dass es viel schlägt. So, weiter in Donnerblitz hinterher. Ja, die Folge wird übrigens heute nicht so lang wie gestern. Das ist definitiv klar. Wir werden jetzt, wie gesagt, zwei Trainer holen. Und in der nächsten Folge morgen drei. Die letzten drei der Top 4. Ja, haha, ich weiß, ich kann rechnen. Aber es heißt die Top 4. Und dann den Champ. Wir müssen ja den Champ holen. Und dann können wir uns danach die Folge Step by Step die drei anderen legendären Pokémon Arctos, Zapdos und eben Mewtwo holen. Jetzt wird mir erst klar, wie viel stärker du geworden bist. Du kannst im nächsten Raum weitergehen. Aber sei vorsichtig, das wäre nur ein Vorgeschmack auf das, was sich in der Pokémon-Liga noch so erwartet. Gut. Dann holen wir einmal kurz unser Team. Ich weiß ja gerade nicht, wer der nächste Trainer ist. Ich glaube, es ist aber Bruno. Ich glaube, es ist Bruno. Agathe und Siegfried müssten eigentlich die letzten beiden sein. Das heißt, wir bleiben nicht auf Pikachu und Bisaflor, sondern wir gehen auf Lavados und Bisaflor wahrscheinlich. So, ja, das ist durchaus wahrscheinlich die richtige Variante, wenn er wahrscheinlich mit dem anfängt, was ich denke. Ja, ist das die richtige Variante. So, dann haben wir uns jetzt den zweiten der Top 4. Mit Bruno. Und ja, das ist er. Ich bin Bruno von der Top 4. Wer nicht will, steht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer über sich selbst hinaus. Das gilt für Menschen wie für Pokémon. Da diese Philosophie habe ich mich selbst und meine Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft garantiert nichts ändern. Dein Name lautet Kev Gaming, nicht wahr? Seh dich vor, denn du hast gleich die Früchte und uns beide harten Trainingskosten. Haha, los geht's. Ja, das ist Siegfried. Quatsch, das ist Bruno. Natürlich. Siegfried treffen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich weiß, dass die Folgen etwas kürzer werden als die letzten beiden. Aber das liegt daran, dass ich auch selber ein bisschen gerade auf Zeitmangel gehe. Aber wir kriegen es hin. Komm. So, Onix ist auf jeden Fall sein erster Trainer. Sein erstes Pokémon. Das heißt, Onix geht auf, kriegt den Flammenwurf und Blättertanz ab. Weil Onix ist nicht wirklich das große Problem. So, erste Pokémon down. Der Flammenwurf hat keinen Moment. Kikli ist der nächste. Fliegen. So, weiter geht's mit Blättertanz.
Der war mir klar, irgendwie, dass der mit sowas ankommt, mit einer Steinattacke ankommt. So, reicht das Pokémon schon, um es down zu kriegen? Jawohl, ja, aber hallo! Tschüss, Kikli! Nummer 2! So, nächstes Nocturne. So, Lavados geht mal kurz auf Feuersturm. Dann brauche ich nicht das machen, weil ich will jetzt kurz meinen Visaflor wieder mit Top-Genesung heilen. Und da. Dann haben wir das auch soweit. Ah, es überlebt das sogar. Ein Feuerschlag gegen Visaflor. Das war mir schon fast irgendwie klar. Und dann hinterher eine Matschbombe nur drauf, damit ich nicht irgendwie auf Verwirrung gehen muss. Patsch! Einmal in den Fest und der Flammenwurf hinterher. Das killt es auch. Und damit haben wir Pokémon Nummer 3 von Bruno besiegt. Und da wird wieder nicht so wirklich amused sein. Das ist mir schon klar. Und mit Machomai haben wir dann das nächste Pokémon. Ich überlege gerade, ob wir sogar noch den nächsten Trainer mitnehmen können. Mega Entwicklung. Und die Matschbombe hinterher. So, einmal kurz das Mega Visaflor. Ja, Steinlage tut Lavados richtig weh. Und zwar volle Lotte. Keine Chance für Lavados. Klar, Vierfachschwäche, kein... Das ist das Problem bei diesem Pokémon. So, dann gehen wir mal auf Sean. Der darf auch mal sein kötterter Beweis stellen gegen Machomai. Wobei Level 5, Level drunter. Ist wahrscheinlich nicht einfach, aber... So, und Novi geht auf... Weiterhin auf die Matschbombe. Da müsste das Pokémon eigentlich danach down sein. Weil gegen die Psychokinese hat es dann keine Chance. Tschüss, Machomai. Das war's. Verdächt auch. Und das jetzt ist wohl nicht so. So. Ne, Quappo. Okay. Von wegen. Es hat keine Chance nach dem, weil ich weiß, dass er beim letzten Mal mit Onix hat. Das hat er aber dieses Mal geändert. Jetzt hat er nämlich einen Quappo dabei. Aber auch Quappo sollte eigentlich nicht so das große Problem da sein. Aber sowas von nicht. Ähnlich wie Onix. Keine Chance für Quappo gegen den Blättertanz von so einem Mega-Visaflor. Und ein Level-Up für Hypno. Nämlich nur 49. So, wir nehmen tatsächlich noch den nächsten Trainer mit. Ha, damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Im nächsten Raum erwarten bereits weitere Herausforderungen auf dich. Los, geh vor. Jo, dann müssen wir wieder mal wechseln. Medizintasche. Ich muss mal wieder ein bisschen was einsetzen. Und zwar fange ich da mit einem Beleber, müsste ich haben. Da oben. Wir haben ja Gott sei Dank gut eingekauft. Warum die Top-Genesung rausballern? Wir hauen einfach unsere Hypertränke ein bisschen raus. So, dann muss ich durchwechseln. Jetzt überlege ich gerade, wie ich es mache. Auf jeden Fall würde ich gerne Miguel nach vorne ziehen. Wegen. So. Karte, wir sitzen Gift-Pokémon und. Ja, es geht eigentlich nicht anders als diese Variante zu sitzen. Ja, versuchen wir so. Das ist Agathe. Und unser letzter Gegner für heute. Ha! Ich bin Agathe und meines Zeichens Mitglied der Top 4. Ich höre, hält euch größte Stücke auf dich. Der alte Knacker war früher mein Trainer von Format und nicht völlig unattraktiv. Aber das erzählt er. Jetzt ist er noch ein Schatten seiner selbst. Heutzutage beschäftigt er sich Tag ein, Tag aus und nur mit seinem Pokédex. Was für eine Zeitverschwendung. Pokémon sind zum Kämpfen da. Pass schön auf dich auf, ich will dir zeigen, was ein echter Pokémon-Kampf ist. Ha! Ja, die Olle hier, die Alte, das ist die gute Agathe. Und die
möchte definitiv gegen uns kämpfen und das macht sie. Startet. Sie startet mit einem Arbok. Aber kann man schon andere Problemchen gehabt und wir setzen mit Hypno und eben jedem. So, mit Hypno und unserem Rizaros mal zwei Pokémon ein, die wir brauchen. Ich weiß, oh, er setzt auf Rizaros, okay. Erste Kampfprobe für Rizaros und dann tatsächlich schon gegen die Top 4. Einmal Psychokinese und jetzt geht der AB hinterher. Patsch! Ich weiß, dass Sean Probleme kriegt, aber wir haben es besiegt. Arbok ist schon mal down. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist ein wichtiger erster Move gewesen. Level 58 für Pikachu nebenbei. Gengar. Ich glaube, sie hat zwei oder drei davon. Das ist definitiv klar. Sie hat auf jeden Fall fünf Pokémon. Deswegen gehe ich jetzt auf diese Art Variante. Und ich gehe auf Spukball. Ich glaube, Gengar wird es trotzdem wahrscheinlich rausreißen gegen Hypno. Das ist mir schon fast klar gewesen. Hypno wird kaum eine Chance haben. Gegen dieses super schnelle Geist-Pokémon. So, ich gehe mal kurz einmal in Deckung. Genau, Pikachu. Ja, was soll man jetzt machen? Ich habe sonst keine Alternative. So, Pikachu und Donnerblitz hinterher. So, einmal kurz auf Gengar. Und das erste ist down. Das große Highlight machen wir morgen. Smogmog. Okay, sie baut doch um. Ich weiß, dass sie sonst noch Golbat, Alpollo und Gengar hatte. Das waren die letzten eigentlich damals. Im Original. Schaufler, ja. Auf Smogmog Schaufler. Und du gehst mit einem Donner mal kurz drauf. Hoffentlich funktioniert das Ganze. Der Donner trifft natürlich nicht. So, einmal kurz runter mit dir. Ganze Rost, du machst das bisher eigentlich gar nicht mal so unfassbar schlecht. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein. Also, wir machen's gut und wir gehen noch Donner. So, der Schaufler. Lady Smogmog, das war Nummer 3. Jetzt hast du nur noch zwei Pokémon, Agathe. Also, es wird langsam verdammt eng für dich. Auf jeden Fall setze ich erstmal Level 47 für Rizeros. Das ist sehr, sehr gut. Haben wir noch ein weiteres Level ab? Ja, 51 für Lavados. Und sie hat noch ein weiteres Gegner. Ich weiß nur nicht, was sie als letztes hat. Bleibt sie bei Golbat? Oder hat sie nochmal eine harte Überraschung? Eigentlich wollte ich auf Donnerblitz gehen, aber der Donner tut es natürlich genauso. Ach, halbe KP. Bin jetzt hier auf Rizeros, jawohl. Oh, das war natürlich nicht die Planung. Ich hatte nicht gehofft, dass er das mit einem Rutsch kriegt. Dann muss ich jetzt natürlich nochmal umbauen. Ah, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hoffentlich. Wir kriegen dann schon hin mit der Garte. Das ist zwar eine kleine harte Nuss, aber es wird schon irgendwie werden. Bisher haben wir es doch gut gemeistert. So, jetzt gehe ich mal auf Donnerblitz, weil bevor ich einen Zug ohne dich sitze. Patsch, Gengar auch down. Das war Nummer 4 von dir. Und jetzt müsstest du eigentlich nur noch im Original einen Golbat haben. Nun weiß ich nicht, ob du das wirklich hast oder was anderes jetzt. 54 Rubs. Kein fehlgeschlagen 55. Golbat. Ja, okay, dann haben wir das Ding auch gewonnen. Gut. Weil Golbat wird wahrscheinlich nicht das große Problem werden. Es sei denn, das Pokémon hat noch ein bisschen was. Aber Pikachu ist mit fast jedem Golbat fertig geworden. Mit 5 Level plus dürfte das kein Problem sein. Und Agathe ist der Sieg. Puh, das ist also kein schlechter Kampf. Die finde ich von dieser jungen Dame. Und Agathe gehört uns, liebe Leute. Der Sieg geht an dich. So langsam verstehe ich, was euch in dir sieht. Mehr habe ich nicht zu sagen. Es ist Zeit. Betritt den nächsten Raum. Los. Ja, ich heile mein Team kurz noch und dann machen wir hier Feierabend, liebe Leute, weil wir haben unser Limit erreicht. 3 Top 4 besiegen, Mitglieder haben wir besiegt, uns fehlt eigentlich nur noch einer. Und das ist der, ja,
Gute Siegfried. Moment, jetzt gehe ich mal kurz auf meinen Top. Immer Hypertrank dort. So. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt angehen soll. Wie ich es angehen soll. Ich glaube, ich weiß es aber. Doch, ich weiß es schon. So, dann werden wir uns auf jeden Fall mit Quappo und Pikachu annehmen, wahrscheinlich. Bewegen. Pikachu nach vorne und Quappo nach vorne. Also es wird definitiv alles anders einfach werden. Das habe ich jetzt auch schon von Anfang an gesagt. Aber das werden wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge sehen. Wir speichern hier kurz und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu. Und dann holen wir uns die letzten Trainer der Top 4. Und dann geht's an den Champ. Und dann dürfen wir uns hoffentlich zum eigenen, selber zum Champ gründen. Oder kriegen wir so richtig auf die Fresse. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Bis dahin und tschüss.